Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem weiteren Tag auf unserer Industrie Forward Expo. Mein Name ist Bernhard Haluschak von Publish Industry und ich habe heute das Vergnügen, Sie durch diese Session zu moderieren. Als meinen heutigen Gast darf ich Nies Schassen, seines Zeichens Senior Vice President bei SIG, begrüßen. Hallo Nils, grüß dich. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Freue mich hier zu sein heute. Ja, freut mich auch, dass wir dich als Gast haben. Du hast uns ja auch ein sehr spannendes Thema mitgebracht, und zwar geht es um Quantensensorik. Und das Thema lautet exakt: Erster Quantensensor ermöglicht völlig neue Anwendungen in der Industrie. So, das ist jetzt alles von meiner Seite aus. Nils, jetzt übergebe ich an dich. Du kannst loslegen. Bitteschön. Ja, das mache ich auch gerne. Ich habe frecherweise den Vortragstitel ein bisschen geändert. Es geht um, ja, Sensorintelligenz trifft Quantentechnologie und was dabei rauskommt. Zunächst mal, ja, wer sind wir eigentlich? Wer ist SIG? Zwei, drei Worte zu uns als Unternehmen. Was machen wir? Wir entwickeln Sensorlösungen für Kunden weltweit. Wir sind global aufgestellt mit 50 Tochtergesellschaften, haben ungefähr 1,8 Milliarden Euro Umsatz, investieren einen großen Teil des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Wir wollen mit neuen Sensortechnologien Innovationen vorantreiben und ja, Kundenbedürfnisse möglichst gut erfüllen. Wir haben 10.000 Kolleginnen und Kollegen weltweit, die ja, an Sensorintelligenz arbeiten. Unser Anwendungsportfolio ist sehr, sehr breit. Wir sind in mehreren Bereichen zu Hause. Wir, ich nehme mal hier den Laser. Wir helfen überall dort, wo es darum geht, Dinge zu detektieren, zum Beispiel hier in der Fabrikautomation, wo es darum geht, hier zum Beispiel in der Prozessautomation zu messen, Gasströme zu messen, zum Beispiel Dinge abzusichern. Sicherheit in Industrieanlagen darzustellen, durch Sensorik Dinge zu identifizieren, und natürlich das Ganze auch, die ganzen Sensoren und Sensordaten zu integrieren und nahtlos bei unseren Kunden in die Systeme reinzubringen. Ja, darüber hinaus geht es natürlich auch darum, Service zu bieten, Installation, Inbetriebnahme von komplexen Sensorsystemen. Auch das gehört alles dazu bei uns. Wenn man mal aufs Produktportfolio schaut, dann haben wir ein sehr, sehr breites Portfolio, angefangen von einer, sagen wir mal, einfachen Lichtschranke, die einfach detektiert, ob da etwas ist oder nicht, über ausgefeilte Kameratechnologien, die in Echtzeit mit künstlicher Intelligenz auch Analysen machen, die erkennen können, wie rum Holzscheite liegen und so weiter, die auf Pakettrays in Logistikzentren erkennen können, was das für ein Element ist, was auf dem Tray drauf liegt und so weiter. Nur ein paar Beispiele. Und wenn man mal so diese Varianz anschaut, dann sind das verschiedene Technologien, die dahinter stecken. Ganz viel optische Technologien. Wir haben Sicherheitsschalter, wir haben Distanzsensoren, wir haben Fluidsensorik. Also alles, was man so messen kann. Der kleinste Sensor wiegt 50 Gramm, der größte Sensor hier auf der rechten Seite 40 Tonnen. Das heißt, auch in mehreren Größenbereichen sind wir unterwegs und haben schon diverse Anwendungen hier auch bedient. Ja, was noch wichtig, was ist aktuell gerade das bei uns im Fokus? Industrie 4.0 in aller Munde. Wir haben selbst natürlich eine Industrie 4.0-Fertigung, um auch sehr effizient dann große Produktvarianzen erzeugen zu können, generieren zu können. Wir üben dabei selbst, wie wir Industrie 4.0 realisieren können, machen das natürlich mit unseren Kunden auch zusammen. Ganz wichtig, ich habe es eben schon gesagt, so Integrationslösungen, Apps, künstliche Intelligenz, Deep Learning, nur um ein paar Beispiele aus dem Angebot hier zu zeigen, ja, um eben noch besser zu messen, zu detektieren oder zu identifizieren. Auf einen Bereich möchte ich mal noch näher eingehen, weil der nämlich auch was zu tun hat mit Quantensensorik, auf die ich gleich zu sprechen komme, nämlich die Schifffahrt. Und weiß nicht, ob der eine oder andere das schon gehört hat. Es gibt seit über einem Jahr
eine Verordnung, dass Schiffsemissionen auf den Weltmeeren nur noch bestimmte Grenzwerte, wir müssen bestimmte Grenzwerte einhalten. Und diese Grenzwerte wurden signifikant reduziert. Es geht um Schwefeldioxid, es geht um CO2-Emissionen. Und wir haben Sensoren, die das messen können. Wir haben Anwendungen, die eben in auch so rauen Umgebungen wie Schiffsanwendungen zuverlässig Messsignale auch darstellen. Und das Ganze können wir natürlich auch live und Echtzeit machen. Wir können über die Cloud den Kunden anbieten, dass sie ihre Emissionen von ihrer Schiffsflotte weltweit auch jederzeit sehen können. So, und in solchen Anwendungen steigen wir mal ein bisschen tiefer ein. Hier bieten die Messtechnik. Man sieht hier zum Beispiel mal einen Kamin, wo alles Mögliche rauskommt, Schwefeldioxid oder auch Staubteilchen in allen Größen. Und in diesen sehr rauen Umgebungen gibt es Messtechnik, die wir einsetzen. Und gerade der Bereich der Staubmessung, wo wir meist in Echtzeit auch Staubkonzentrationen, Staubzusammensetzungen messen wollen, ist super interessant für die Quantensensorik. Und deswegen haben wir da auch ein großes Interesse dran, Quantentechnologien weiter voranzubringen, haben großes Interesse dran zu lernen, wo die Vorteile sind und hier gute Lösungen für all unsere Kunden eben zu schaffen. Ja, was ist denn jetzt Quantentechnologie und warum ist das so anders? Es gibt einen schönen Satz, Quanten sind anders und dann würde ich voll zustimmen. Es gibt nämlich so ein paar besondere Eigenschaften, die Vorteile bringen. Welche Eigenschaften sind das? Hier auf der linken Seite habe ich mal dargestellt. Die Eigenschaft der Superposition. Man kann sich das bildlich so vorstellen. Das Licht im Kühlschrank ist eine beliebte Frage auch. Man weiß nicht, ob es an oder aus ist, wenn man reingucken würde. In der Superposition heißt das, das Licht im Kühlschrank ist gleichzeitig an und aus. Eigentlich total verrückt. Wie geht das denn? Ja, das können solche Quantensysteme eben wirklich, diese Zustände können sie wirklich einnehmen. Und das berühmte Beispiel auch von der Schrödinger Katze. Katze ist gleichzeitig tot und lebendig. Erst wenn ich sie angucke, weiß ich wirklich, wie sie denn wirklich ist. Erst wenn ich das System beeinflusse, erst wenn ich messe. Also Quantensysteme können alle möglichen Zustände gleichzeitig einnehmen. Und das bietet bestimmte Vorteile, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme. Gibt es ein weiteres Phänomen, nämlich Unschärfe. Heisenbergsche Unschärferelation, vielleicht im einen oder anderen Begriff aus dem Physikunterricht. Was ist das? Das heißt eigentlich, dass ich Messgrößen nicht alle gleichzeitig beliebig genau bestimmen kann. Das heißt, es gibt so gewisse Verbindungen zwischen bestimmten Messgrößen. Ich kann den Ort und die Geschwindigkeit von zum Beispiel Staubpartikeln nur das eine oder das andere sehr genau messen. Wenn ich das eine genau messe, ist das andere sehr ungenau. Das kann man sich, wenn man weiß, wie und wenn man es geschickt macht, auch zunutze machen. Man kann damit zum Beispiel Messgenauigkeit deutlich erhöhen. Man sieht das in der Wissenschaft, wo das oft eingesetzt wird, in großen Interferometern, bei denen es darum geht, so Gravitationswellen und Ähnliches zu detektieren. Also ganz, ganz schwache Signale, die von schwarzen Löchern ausgesendet werden, irgendwo im Universum, die will man da detektieren und dann nutze ich hier diese Unschärfe und da gibt es bestimmte Zustände, die dann helfen, sowas zu detektieren. Und da gab es sehr, sehr erstaunliche Ergebnisse, wo eben die Nachweisgrenze und Ähnliches um Faktoren auch erhöht wurde. Ja, was gibt es noch bei Quanten? Warum sind sie noch anders? Es gibt Verschränkung. Und Einstein hat das mal benannt als Wechselbeziehung durch spukhafte Fernwirkung zwischen den Partnern. Hört sich echt ein bisschen mystisch an, finde ich. Worum geht es? Es geht darum, dass Teilchen, die zum Beispiel aus einer Quelle kommen, aus einem Laser oder einem Laserkristall, dass die so eine Art Wechselwirkung haben, dass die verschränkt sind. Und wenn ich jetzt da ein Teilchen irgendwo nutze, messe, dann weiß ich nachher, dass es eine Korrelation gibt, dass das andere Teilchen auch einen bestimmten Zustand einnimmt. Ja, das Ganze klingt wahrscheinlich sehr theoretisch, sehr abgefahren, ist auch super schwierig zu beschreiben und zu berechnen, da braucht man die Quantenmechanik für. Das ist natürlich sehr weit weg für uns hier auch, sehr,
aus der Industrie. Und die Frage ist natürlich die, die uns interessiert, was kann man denn damit jetzt machen und wo gibt es denn solche Systeme und wie kann man die ja auch nutzen? Im Labor wurde auch schon in den letzten Jahrzehnten oft gezeigt, dass es tolle Zustände gibt, die hier diese Eigenschaften ausnutzen, also Quantensysteme, die uns können. Problem dabei, man braucht teilweise extrem kalte Temperaturen am absoluten Nullpunkt bei minus 273 Grad Celsius oder man braucht sehr, sehr spezielle Strahlungsquellen, die man nur im Labor mit großem Aufwand herstellen kann. Und die Herausforderung jetzt in der Quantentechnologie allgemein ist, da eine Technologie daraus zu machen, von der Grundlagenforschung in die Technologie, dort geeignete Systeme zu finden für den Alltag, die robust sind gegen solche Umweltbedingungen, wie man, wie ich sie eben gezeigt habe, wie zum Beispiel auf Schiffen oder in Industrieanlagen, dort, wo Vibration ist, wo Dreck, wo Verschmutzung ist und sonstige Störungen. Wenn man das schafft, diese Systeme zu entwickeln, dann gibt es Vorteile durch Quanteneigenschaften, zum Beispiel, wie eben schon skizziert, eine Erhöhung der Genauigkeit um Größenordnung. Also ich kann viel, viel genauer messen. Ich kann zum Beispiel Magnetfelder sehr, sehr genau bestimmen. Oder, und das ist, glaube ich, auch in aller Munde heutzutage, Quantencomputing betreiben. Das heißt, ich kann Rechenvorgänge, die aktuell mehrere Millionen Jahre lang dauern würden mit unseren besten Computern, die kann ich, wenn es solche Systeme gibt, wirklich exponentiell beschleunigen. Das heißt, ich kann bestimmte Rechenaufgaben auch innerhalb von einem Tag messen oder rechnen lassen und dann eben auswerten. Und das ist natürlich schon eine wahnsinnige Beschleunigung. Und diese ermöglicht ganz, ganz neue Möglichkeiten, um komplizierte Systeme zu simulieren, Wettersysteme und so weiter und so fort. Und ja, in dem Feld ist dann auch eine hohe Dynamik. Große Firmen wie Google, wie IBM, gibt es einen Wettlauf, wer baut den größten, best skalierbarsten Quantencomputer mit welchem System. Ist vielleicht so ein bisschen so wie in den 80er Jahren mit dem Personalcomputer. Ich glaube, in den nächsten Jahren wird sich da einiges noch tun in der technologischen Entwicklung. Heute ist man, glaube ich, bei Größen von 50 Quantenbits. Das ist jetzt hört sich sehr, sehr klein an und muss das schon auf mehrere tausend Bits noch skalieren, damit das wirklich performant ist. Ja, schauen wir nochmal genauer auf die Anwendung. Hatte eben schon gesagt, Berechnung und Simulation wird teilweise schon eingesetzt. Optimierung von Fahrplänen zum Beispiel ist eine Anwendung, wo solche ersten Algorithmen auch schon genutzt werden. Was auch schon eine gewisse Reife hat, ist Kommunikation über sichere Datenkanäle, die durch Quantenkryptographie geschützt sind. Also wenn zwei Lichtteilchen zum Beispiel verschränkt sind und ein Abhörer eins davon aufgreift, um zu gucken, ist das Bit jetzt 1 oder 0, dann merkt der Empfänger das und weiß, aha, die Leitung ist abgehört. Also da kann man auch schon, gibt schon einige Anwendungen, die dort durch Quantentechnologie verbessert wurden. Ganz spannend finde ich auch im Bereich Vision und Imaging, also schwache Signale zu erkennen, kann hier mit Diamant-Fehlstellen-Technologie ganz neue Nachweisgrenzen erreichen bei der Magnetresonanztomographie, um einfach bessere Auflösungen zu erhalten. Ja, und für uns interessant der Bereich Sensorik, hochpräzise Messung, höhere Robustheit. Das ist das, warum wir als SIG hier interessiert sind, warum wir hier auch unterwegs sind. Tja, unterwegs, wo? Im Bereich der Partikelmessung, hatte ich schon angesprochen, in Anwendungen wie zum Beispiel bei öffentlichen Gebäuden, in Metrostationen, da entsteht ja auch einiges an Staub zum Beispiel, Feinstaubbelastung durch Abrieb von allen möglichen Quellen, zwingt die Betreiber dazu, auch gewisse Grenzen einzuhalten. Man muss hier wirklich lernen, was gibt es denn da für einen Staub? Ist das Feinstaub, Grobstaub? Wie viel ist das? Welche Menge? Und dann die Belüftung zu steuern. Und der Betreiber möchte die natürlich möglichst optimal betreiben für die Sicherheit der Personen und auch um Kosten entsprechend im Griff zu haben. Weiteres Feld, Pulverprozesse, Anwendungen in der Pharmazie zum Beispiel, wo es darum geht, die richtigen Korngrößenverteilung in Pulverherstellung zu bestimmen in Echtzeit, um da die Qualität von Prozessen sicherzustellen, Energieeinsparungen zu leisten
oder generell die Herstellungsprozesse auch zu optimieren. Und auch hier geht es darum, in Echtzeit Korngrößenverteilung zu messen und die Qualität sicherzustellen. Ja, weiteres Feld, was wir interessant finden, ist Clean Production, also Produktionsanlagen unter zum Beispiel Reinraumbedingungen. Da ist ja Verunreinigung mit Teilchen verschiedenen Größen und Arten gefürchtet, weil dann der Yield teilweise sehr, sehr schnell einbrechen kann von zum Beispiel Wafern. Und hier geht es darum, in der Messaufgabe zu identifizieren, was gibt es da für Verschmutzungen und wo kommen die her, sodass man die früh erkennt und auch abstellen kann. Ja, das sind so Anwendungen, die wir konkret für uns im Fokus haben. Und auf der technischen Seite gucken wir uns das ganz genau an. Wir haben hier mal ein Bild aus dem Labor. Wir haben hier unseren Quantensensor in der Mitte. Das ist die Kooperation mit unserem Partner Quant, eine Ausgründung von der Firma Trumpf. Mit dem Kollegen dort arbeiten wir intensiv an unserem Quantensensor. Wir haben ihn Quantalizer genannt. Und hier ist mal ein typischer Messaufbau, wie einer von den Labormustern hier aussieht. Und was da so zugehört, der Sensor, Partikelnormale, Aerosolgeneratoren, Datenauswertungen und tolle Messsignale, wie man hier auch schon erahnen kann. Ja, ein Labor ist das eine, werden sich ja fragen, und was ist mit der Anwendung, wie sieht es da aus, gibt es schon ein Produkt, können wir das kaufen? Wir sind gerade dabei, dieses Produkt auch zu entwickeln. Wir haben erste Anwendung, die wir im Fokus auch haben mit Kunden zusammen. Und das ist das Produkt, wo wir gerade dran sind, was wir mithilfe von Quantentechnologie besser machen können, wo wir sehr hohe Genauigkeiten erzeugen können, wo wir Partikelgrößenverteilung messen können, wo wir Geschwindigkeiten bestimmen können, wo wir die Richtung, in der Partikel durch unser Messfenster fliegen, bestimmen können. Unser Produkt ist sehr, sehr robust gegen Verschmutzungen, auch eine Eigenschaft, die ausnutzen, eine Eigenschaft der Quanten hier. Schnelle Datenerfassung, all das sind so ein paar Merkmale, die wir hier für die Anwendung nutzen wollen. Und das hier ist unser Feldtest-Prototyp. Hier in der Mitte ist der Lichtstrahl, der durchgeht. Besondere Eigenschaften, die wir uns hier zu nutzen machen. Und hier kann man dann in der Mitte eben die Probe durchleiten mit der entsprechenden Probennahme und dann entsprechend in der Anwendung einsetzen. Kann hier zusätzlich auch Applikationen draufbringen, um zum Beispiel auch mit künstlicher Intelligenz noch zusätzlich bestimmte Signale, die sich hier ergeben, zu lernen, zu trainieren und dann genau für den Prozess optimal den Sensor betreiben zu können. Ja, das ist unser Stand. Also 4-in-1 Echtzeitprozessüberwachung mit hoher Genauigkeit. Das ist das, wo wir einen Vorteil sehen mit der Quantentechnologie, hier mit unserem Quantensensor, den wir möglichst schnell auch jetzt in den Markt bringen wollen. Ja, zusammenfassend, Quantensysteme bieten bedeutende Vorteile für viele Anwendungen mit den etwas geisterhaften Eigenschaften, Superpositionen, Unschärfe und Verschränkung. Das erlaubt ultraschnelle Berechnungen im Bereich der Quantencomputer, wie eben angesprochen, oder auch und im Bereich der Sensorik extrem hohe Empfindlichkeiten und Genauigkeiten. Ja, zusammen mit unserem Partner Quant aus Stuttgart kooperieren wir hier intensiv bei der Entwicklung und wir sind bereit, den Quantalizer auch in den Anwendungen von den Kunden, von unseren Kunden einzusetzen. Ja, das von mir. Und ich hoffe, ich konnte Sie dazu bewegen, ein paar Fragen zu stellen. Bin sehr gespannt auf Ihre Fragen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit bis hier. Und damit gebe ich zurück an Bernhard. Ja, vielen Dank, Nils, an den tiefen Einblick in die Quantensensortechnologie. Und ich schaue gleich mal nach, ob wir da ein paar spannende Fragen haben. Dazu gleich noch eine kleine Bitte an die Zuschauer. Nutzt das Textfeld oben rechts, um uns Fragen zu stellen, um den Nils Fragen zu stellen.
Es ist sicherlich eine ganz neue Technologie, die sehr spannend ist und auch zukunftsweisend ist. Stellt ihn die Fragen, bombardiert ihn mit Fragen. Jetzt habt ihr die Gelegenheit. So, hat geholfen. Ich habe schon und schon trudeln hier die Fragen ein. Nils, hier eine direkt an dich. Können Partikel so auch in Flüssigkeiten gemessen werden? Ja, hatte ich gar nicht erwähnt. Wir können damit auch Partikel in Flüssigkeiten messen. Das hängt ein bisschen von der Probennahme ab, das muss man optimieren, aber unser Quantalizer kann das. Okay, du hast auch in deiner Präsentation von Qubits gesprochen. Ich glaube, aktuell sind 50 Qubits so der Standard in der Quantentechnologie. Wie viele Qubits sind denn in euren Produkten enthalten? Stellt die zu. Ja, kein einziges. Muss ich leider enttäuschen. Wir haben kein Qubit bei uns drin, weil wir haben keinen Quantencomputer hier drin, sondern wir haben ganz, ganz normale CPUs drin. Wir nutzen allerdings bestimmte Lichtzustände, die würde ich jetzt nicht als Qubits bezeichnen. Und diese Lichtzustände ermöglichen das eben, bessere Messgenauigkeit zu bekommen. Also noch kein Qubit, das dauert noch ein paar Jahre, glaube ich, bis das in Sensoren drin ist, aber spezielle Lichtzustände, die wir hier nutzen, um zu messen. Ja, offensichtlich ist bei den Zuschauern auch das Thema Quanten noch nicht so ganz greifbar, was ich auch verstehen kann. Deshalb auch hier die Frage an dich, um das vielleicht noch so ein bisschen klarer zu stellen. Mir ist noch nicht klar, wie diese konkreten Sensoren funktionieren und wie ihr misst. Sprich, der Sprung von Quantenphysik zu Produkteigenschaft. Wie funktioniert das bei euch? Ja, das ich sage, ist so ein bisschen unser Betriebsgeheimnis auch. Also dieser Übergang, wie macht man das? Ich hatte schon gesagt, wir haben spezielle Strahlungsquellen hier, die in der Lage sind, ja, Superpositionszustände darzustellen und haben also optische Detektoren. Und wenn man einige Sachen berücksichtigt, dann bekommt man auch das richtige Messsignal. Mehr kann ich nicht drauf eingehen. Da ist ein Betriebsgeheimnis, aber genau, es geht also um Lichtzustände, um Superpositionen, die wir hier nutzen. Ja, vielleicht kann sich ja der Zuschauer direkt mit dir in Verbindung setzen, um darüber vielleicht noch ein bisschen zu fachsimpeln. Wenn er etwas Genaueres erfahren will, vielleicht kannst du ihm da dann vielleicht noch unter die Arme greifen. Deshalb machen wir gleich weiter mit der nächsten Frage. Es geht um Wissen und Know-how. Brauche ich ein spezielles Know-how, um Quantensensoren zu nutzen? Aus meiner Sicht, wenn man ein fertiges Produkt kauft, nicht, weil da sind ja meistens eigentlich nur die Eigenschaften von so einem Produkt oder der Nutzen in der Anwendung relevant. Und wenn man durch den Quantensensor eben eine bessere Messung bekommt und damit die Anwendung ja, besser betreiben kann, eine höhere Qualität bekommt von zum Beispiel Pulverströmen oder Ähnlichem, dann kann man den nutzen. Also es ist wie ein Produkt. Man kann das dann kaufen von uns. Das ist unser Ziel. Es ist nicht so wie ein Quantencomputer, wo man irgendwie komplizierte Interfaces sich überlegen muss. Und dann gibt es ein Labor irgendwo bei Google oder sonst wem, wo man dann die Anfragen hinschickt. So ist es nicht, sondern es ist einfach wie ein Produkt. Unser Produkt ist Schuhkarton groß aktuell. Wir glauben, dass wir auch noch kleiner werden können, vielleicht in der nächsten Generation. Und man kann das einfach wie ein Produkt nutzen. Hier noch eine Spezialfrage, die ich gleich mal hinterher schießen darf. Wie wird die Quantenmechanik in dem Sensor realisiert? Ja, durch quantenmechanische Eigenschaften von Licht, so würde ich das zusammenfassen. Stimmt, da hast du uns ja schon eine kleine Erläuterung dazu gegeben. Kannst du da noch mal kurz drauf eingehen, damit der Zuschauer dann auch zufrieden ist? Ja, genau. Man kann ja Licht als Teilchen und Welle beschreiben. Und in
der Lichtquelle, die wir nutzen, geht es um ja, die Teilcheneigenschaften, die Quanteneigenschaften von Licht. Und die nutzen wir, Stichwort, zum Beispiel nicht die Intensität, sondern es gibt auch andere Lichtzustände, die man gut nutzen kann, andere Schwingungsmoden zum Beispiel, andere Schwingungszustände. Und das machen wir uns hier zunutze, um eben einen Lichtstrahl zu generieren, der bei der Wechselwirkung mit dem Staub, mit den Partikeln eben Zusatzinformationen generiert, im Vergleich zu, wenn ich einfach nur mal eine Lichtschranke nehme und die durch eine Staubwolke schicke. Da messe ich dann nur die Intensität. Wenn es dunkel ist, habe ich viel Staub. Ich weiß aber nicht, wie viel genau. Wenn es hell ist, habe ich weniger Staub. Ich weiß auch nichts über die Partikelgrößen. Und mit den speziellen Lichtzuständen, die wir haben, bekommen wir einfach viel, viel mehr Informationen. Also wenn man so will, eine Lichtschranke, die durch quantenmechanische Lichtzustände mehr Informationen generiert, bessere Informationen generiert, schnellere Informationen generiert, und die kann man dann wunderbar nutzen. Ja, gut. Nils, du hast in deiner Präsentation den Quantalizer angesprochen und da möchte ein Zuschauer noch weitere Details drüber wissen. Was ist das und was macht ihr damit? Ja, das ist der Name von unserem Produkt, Quantalizer. Wenn da Interesse besteht, einfach gerne direkt kontaktieren. Interesse in der Anwendung, können wir da auch gerne ins Gespräch kommen. Ja, kannst du mal ganz kurz drauf eingehen, was ist das, was macht ihr damit? Ja, das ist der Name von unserem Produkt. Ne? Also das ist dieser Schuhkarton, den man sah, den haben wir Quantalizer genannt. Das ist der Sensor, mit dem wir Staub messen können, der dann gekauft werden kann und in der Anwendung eingesetzt werden kann. Okay, ja, danke. KI und Deep Learning hast du auch angesprochen. Welche Rolle spielt das in euren Sensoren? Also generell bei unserem Quantalizer-Sensor kann man das zusätzlich einsetzen, ist aber kein Must-Have. Generell haben wir auch schon käuflich zu erwerben bestimmte Sensoren im Einsatz, wo man zum Beispiel mit Deep Learning, mit neuronalen Netzwerken es schafft, eben bestimmte Anforderungen bei Kunden besser darzustellen. Ich hatte vorhin zwei Beispiele genannt. Einmal ist in Sägewerken zum Beispiel sehr, sehr wichtig zu wissen, wie rum eine Holzplatte liegt, um, ich glaube, den Sägeschnitt oder Ähnliches zu optimieren. Und da gibt es Kameras und da kann man genau diese Anwendung darauf kaufen bei uns. Also ein Stück Software, ein Modul, was in dem Sensor drin ist oder in der Kamera drin ist. Und das erfüllt genau dann diese Holzschnittanwendung, sage ich mal. Das Gleiche gibt es auch zum Beispiel für Logistik. In so Logistikzentren gibt es so ganz viele Trays, so ganz viele Tabletts. Da liegt alles möglich drauf. Manchmal sind dann Briefe zum Beispiel doppelt, wo eigentlich nur einer drauf setzen sollte. Und da muss man das erkennen, dass das zwei sind. Und auch da hilft künstliche Intelligenz mit den entsprechenden Algorithmen. Und auch hier gibt es dann Erweiterungen für die Sensoren, für die Kameras, um eben auch in der Anwendung den Sensor noch weiter zu optimieren. Genau, du hast gerade beschrieben, Partikelmessung ist eine Anwendung. Plant ihr noch weitere Anwendungen für eure Quantensensorik? Wo wollt ihr noch hin mit euren Quantensensoren? Welche Anwendung wollt ihr noch quasi adressieren, die ihr zurzeit noch nicht so im Fokus habt? Ja, es gibt ganz, ganz viele Ideen. Wir haben uns erstmal auf die Partikelmessung fokussiert. Es gibt auch noch andere Technologien, die wir für interessant halten. Es gibt zum Beispiel so Diamant-Fehlstellensensoren, die in der Lage sind, Magnetfelder zu erkennen, die ganz, 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 ganz schwach sind. Und wir haben ja bei uns auch Magnetsensorik im Angebot. Und hier ist ein Feld, wo wir nachdenken, das zu nutzen. Ich finde es spannend, dass da im Moment auch hier im deutschen Raum sehr, sehr viel Dynamik ist. Es gibt einige Startups, die ja jetzt auch in den Bereichen unterwegs sind. Es gibt das Forschungsnetzwerk QSense. Also ich finde es klasse, dass da einiges passiert im Bereich der Quantensensorik. Ich glaube, diese Fehlstellensensoren, diese Diamantsensoren, sind ein sehr, sehr heißer Kandidat, um dann auch verschiedene Anwendungen wirklich bedienen zu können. Okay, ja, danke. Spannend. Ein Zuschauer will wissen, seit wann und warum beschäftigt dich
sich SICK mit Quantentechnologie. Wie seid ihr drauf gekommen, sich dieses, euch dieses Spezialgebiet quasi einzuverleiben? Ja, also wir machen ja auch regelmäßig, schauen uns an, was gibt es für neue Technologien, was könnte vielversprechend sein für die Sensorik. Wir kennen unsere Anwendungen und ja, und dann hat sich das so ergeben, sage ich mal. Wir haben gesucht, was gibt es für Technologien, und dann entstand der Kontakt auch zu Quant, unserem Partner, und ja, hat sich dann seit letztem Jahr eine Partnerschaft etabliert und wir sind, ich sag mal so, seit einem Jahr ungefähr unterwegs, um dort Quantensensorik weiter voranzubringen. Gut. Da geht es nochmal um den Partikelsensor, glaube ich. Basiert der Sensor auf einem Diamanten, will ein Zuschauer wissen? Nein, kein Diamantsensor. Dann ganz schnell, in welcher Preiskategorie liegt so ein Sensor? Ich sag mal, in der für die Anwendung üblichen Preiskategorie. Es kommt ein bisschen auf die Anwendung an. Wir haben Anwendungen bei der Staubmessung, wo die Produktpreise heute so mehrere 10.000 Euro betragen, je nachdem, was das für eine Anwendung ist. Und das ist auch die Größenordnung, über die wir hier nachdenken. Okay. Und ganz schnell noch, wie viel schneller und genauer ist der Partikelsensor im Vergleich zu einem bekannten Sensor dieser Art? Ja, im Labor haben wir hier schon eine halbe Größenordnung geschafft. Das Einzige, was natürlich dann auch zählt, ist die Anwendung. Und da haben wir erste Signale aus der Anwendung, wie gut das funktioniert. Wir werden das sehen, sobald wir mit dem Kunden dann zusammen die Rückmeldung haben. Okay, hier ist noch eine Frage. Haben Sie das NV-Zentrum, Sie haben das NV-Zentrum gezeigt. Haben Sie auch etwas mit NV-Zentren geplant? Wann wird das Gerät auf dem Markt sein? Mit NV-Zentrum, ich hatte gerade über Magnetsensoren gesprochen, das wäre eine Idee, wo man auch sieht, wo es ja auch ganz viele Startups gerade gibt, die sich damit beschäftigen. Und wann wird das Gerät auf dem Markt sein? Wir sind dieses Jahr dabei, mit einigen Kunden, mit ersten Pilotkunden hier Anwendungen auszuprobieren. Und dann werden wir in nächster Zeit auch irgendwann eine Marktreife haben. Wann genau das sein wird, kann ich im Moment noch nicht sagen. Wir sind im Moment im Feldtest und haben einige Anwendungen schon damit ausgestattet. Ja, ein anderer Zuschauer will auch wissen, wie gewährleistet ihr die Datensicherheit in der Kommunikation mit euren Sensoren? Da nehmen wir keine Quantentechnologie, da greifen wir auf bewährte Verfahren zurück. Normale Verschlüsselungsstrukturen, die es gibt, das nehmen wir ein Standardverfahren in der Regel. Okay. Ja, und ja, vielleicht. Das ist natürlich relevant. Es gibt ja verschiedene Cyber Security Level und die je nach Anwendung haben die Sensoren die dann noch direkt oder es gibt Gateways, die man dazwischen schalten kann. Dann haben wir auch so Sensor-Integrationsmodule. Also da gibt es je nach Anforderung der Anwendung haben wir verschiedene Ansätze hier. Okay, vielleicht noch eine Frage, eine ganz, ja, Verständnisfrage zum Abschluss unserer Q&A-Session. Was ist laut SICK ein Quantensensor? Kannst du das in 3, 4 Sätzen erklären, was SICK darunter meint? Ja, ich glaube, ich habe im Wörterbuch nachgeguckt, ob es da eine Definition gibt oder in Wikipedia. Und das ist noch nicht so wirklich wohl definiert aus meiner Sicht. Aber ich würde sagen, dass ein Quantensensor ist ein Sensor, der aufgrund der Ausnutzung von bestimmten Quanteneigenschaften eines Systems eine Messperformance bietet, die deutlich höher ist als das, was es mit herkömmlicher klassischer Sensorik aktuell machbar ist. Ja, vielen Dank. Kurz und knackig.